Hallo und herzlich willkommen zu Folge 27. Ja, in der letzten Folge haben wir den Chef etwas erbost. Der war ein bisschen sauer, weil wir ein bisschen fahrlässig uns verhalten haben und den Setzern einfach schimmeliges Brot angedreht haben. Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht doch rückgängig machen sollte und wir das Setzerbrot sammeln sollten, aber ich habe mir gedacht, ich lasse es einfach wie es ist. Ja, die Quest ist abgeschlossen, alles ist gut. Es hätte natürlich etwas besser ausgehen können, aber ich nehme ja sowieso generell ziemlich krass im Vorauf auf. Momentan. Im Voraus auf. Also auf Vorrat. Deswegen könnt ihr mir sowieso nicht zeitig helfen. Deswegen muss ich quasi mit den Konsequenzen leben. Ihr könnt mir dennoch schreiben, ob ich es hätte besser machen sollen oder nicht. Ja, das könnt ihr trotzdem machen. Aber wie gesagt, deswegen müssen wir mit den Konsequenzen jetzt fürs Erste so leben. Ja, die Quest ist abgeschlossen. Ihr wisst ja, ich bin da immer sehr kritisch, und wenn ich sehe, es ist abgebrochen statt beendet, lade ich neu und schaue nach, ob es irgendwie einen Weg gibt, die Quest doch noch abzuschließen oder sonst was, ja. Wie gesagt, die richtig relevanten Quests, da wird uns dann angezeigt, dass es relevant gegenüber dem Rest des Spiels ist, ja, ob es irgendwelche Veränderungen aufwirft, ja, also so schlimm sind wir noch nicht drin. Aber es ist schön, dass es halt mehrere Möglichkeiten gibt, eine Quest zu beenden, ja. Das habe ich ja schon immer bei den Piranha-Beispielen gemocht. Wie gesagt, ob wir es jetzt alle vorteilhaft oder auch manchmal unvorteilhaft abschließen, das haben wir dahingestellt. Wie gesagt, wenn die Konsequenzen werden und können wir leben, ja. Denn normalerweise würde ich einfach sagen, ja, war das gut, schreibt mir mal, ja, nein. Und dann könnt ihr antworten, aber wie gesagt, ich nehme immens im Vorrat auf, deswegen, ja, werden wir damit leben, aber das kriegen wir schon klar. Also da sehe ich jetzt kein Problem drin. Wie viel Kontakt habt ihr mit den anderen Ländern? Wir wollen so wenig Kontakt wie möglich, dennoch lässt es sich nicht immer vermeiden. Zumal wir es uns zur Aufgabe gemacht haben, unsere Weltenherzen auf Magalan zu verbreiten. Da versteht es sich von selbst, dass sich die Wege aller Gemeinschaften kreuzen. Okay. Was versprecht ihr euch davon? Die Menschheit vor dem Abgrund zu bewahren. Nur mit Hilfe der Weltenherzen kann diese Welt wieder geheilt werden. Sie hauchen der toten Erde wieder Leben ein. Aber anstatt, dass die anderen Gemeinschaften uns gewähren lassen, machen sie uns das Leben schwer. Wie kommst du darauf? Ich habe schon seit Wochen nichts Gutes von unseren Männern in Abessa oder Tavar gehört. Dabei habe ich ihnen extra eine schlagkräftige Eskorte zur Seite gestellt. Scheinbar war das nicht genug. Vielleicht willst du dich ja dieser Aufgabe annehmen. Wie kann ich die Weltenherzen finden? Wie gesagt, eines ist in der Wüste von Tavar und eines im Hochland von Abessa. Halt in der Wüste nach einer Oase Ausschau. Um das Weltenherz in Abessa zu finden, halte ich einfach südlich der Kuppelstadt. Ich glaube, diese Stadt, von der er spricht, ist die Hauptstadt. Also es gibt anscheinend eine große Stadt, wo sowohl Outlaws, Kleriker als auch Berserker sich befinden. Wenn ich das denn richtig verstanden habe. Und die liegt in Abessa. Ich sehe mich nach deinen Männern in Tavar und Abessa um. Rüste dich aber vorher gut aus. Eine innere Stimme sagt mir, dass es Ärger geben wird. Gerade die Outlaws sind unberechenbar. Mach dich also auf einiges gefasst. Okay. Neuland. Alles klar, sie versuchen sich quasi auszubreiten mit ihren Weltenherzen. Und jetzt haben wir die Quest annehmen dürfen. Wahrscheinlich nachdem wir die andere abgeschlossen haben. Also sprich die Quest, die wir erledigt hatten. Und ich werde jetzt nochmal was probieren. Denn ich habe was übersehen, was ich eigentlich nicht übersehen sollte. Denn, guck mal, was hier steht, Zahn um Zahn. Ich soll eine der Befragungen wegen des Mordes an dem Berserker durchführen. Ab dann will Duras mein Waffengefährte werden. Das heißt, er kann jetzt schon mit uns rumlatschen. Und ratet mal, wer jetzt aufs Maul kriegt. Zwar nicht von uns, aber für uns. Richtig, alle. Wozu kämpfen, wenn man auch jemanden für sich kämpfen lassen kann? Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Okay. Ein Wort zum Mord an Askor. Geron ist ein Jäger. Er benutzt einen Bogen. Hätte er Askor ermordet, hätte man die Leiche mit einem Pfeil in der Brust gefunden. Askor wurde aber mit einem Schwert getötet. Richtig. Gut beobachtet.
Irdor ist ziemlich schwach auf der Brust. Er kann ja kaum ein Schwert halten. Askor war ein gestandener Kerl. Damit fällt Irdor als Mörder von Askor wohl raus. Bin schon gespannt, was der nächste Verdächtige zu sagen hat. Ich könnte jetzt ein Schwert gebrauchen. Du brauchst einen Waffengefährten? Na gut, ich bin hier gerade wohl entbehrlich. Ich werde allerdings gelegentlich mein Jetpack benutzen. Ich weiß, ich habe ja noch eins, das ich noch nicht zum Schlund gebracht habe. Kannst du denn damit umgehen? Du bist Berserker. Mach dir mal keine Gedanken, ich werde schon klarkommen. Was hast du vor? Das werde ich unterwegs entscheiden. Wir treffen uns bei den Ruinen vor Goliath, wenn wir getrennt werden. Okay, ich bin dabei. Vergiss aber nicht, dass wir noch einen Mord aufzuklären haben. Mein Volk hat es immer wieder geschafft, die Alps zurückzudrängen. Nur mit der Kraft eines wahren Kriegers und der Magie. Mitkommen. Okay. So, jetzt haben wir Duras dabei. Jetzt will ich mal gerade gucken, haben wir jetzt die Quest irgendwie vorzeitig beendet? Oder wie das... Also Zahn um Zahn ist auf jeden Fall noch offen, die Quest. Aber wie es scheint, haben wir jetzt sogar schon... Gefährten, Eron befragen, Irdor befragen, ein Krieger, der Berserker. Okay. Bisschen seltsam, wie die jetzt abgeschlossen sind, die Quests. Vielleicht hätten wir auch erst mit allen reden sollen. Auf der anderen Seite, die Quest ist an sich noch da. Zahn um Zahn. Mit dem Unterschied, dass wir jetzt halt Duras schon an unserer Seite haben. Obwohl, nicht funktioniert das jetzt, was ich vorhab. Jetzt gibt's nämlich aufs Maul. Also ich hoffe, das war jetzt auch kein Fehler. Ich denke nicht, die Quests sind ja noch da. Und wie gesagt, nachdem wir einen befragt haben, kann der gute Duras mit uns mit. So, und mit dem werden wir jetzt alles aufmischen. Alles. Ich will jetzt erstmal seine Kraft testen. An dem Rudel. Guck mal, mit Duras. Das gibt einen Spaß. So, Leute, Schlachtfest. Das heißt, wir rennen, er schlägt. Ja, ihr Missets. Ja, ein Stück Scheiße, kommt doch her. Oder habt ihr Schiss? Komm, Duras, mach's kalt. Du machst das. Machst du alle? Oh, das ist der Anführer. Du warst schneller. Schneller. Beeil dich, du warst. War jetzt so nett geplant. Oh. Wo ist er denn? Einer hat's gelegt, oder was? Au. Okay. Okay, ich muss sagen, das habe ich mir etwas glorreicher vorgestellt, das Vorhaben. Naja, komm mal mit. Ansonsten brauchen wir ihn eigentlich auch gar nicht an unserer Seite, wenn der jetzt nichts klatschen kann. Gut, die drei waren jetzt vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Hier werden Helden geboren. Schön. Aber vielleicht ja gegen diese verlorenen Viecher. Die sind natürlich auch noch maßlos über unserem Level. Ja, da hinten sind die paar Raptoren. Ja, du hast es probieren. Gegen einen erstmal. Ist doch kein Rudeltier, oder? Ja, auf, komm her. Ja, auf, schaff dich bei. Du hast los, machen kalt. Also ich mach gar keinen Schaden an dem Vieh. Null. Aber Duras macht Damage. Gib ihm!
Jawohl, mal kaputt. Klopp ihn. Aus dem Leben. Das bringt schon was, ihn dabei zu haben. Du machst das. Bei dem können wir noch lernen. Übrigens, man kann seine Kamera nicht mehr nach links und rechts bewegen, sobald man im Kampf ist, weil man auf den Gegner fokussiert ist. Ich glaube, das kann man aber irgendwie ausmachen. Und ich glaube, das werde ich auch ausmachen, weil das totaler Krampf ist. Können wir mal. Der hat verkackt. Ha. Mann. Mir alles alleine machen, da kriegt ja auch gar nichts hin. Junge, was heißt denn Rücken frei halten? Du hast ja gar nichts drauf, Kollege. Okay. Das sind Viecher, die müssen wir ja für eine Quest anscheinend noch erledigen. So kommt mir zumindest vorher. Gerade haben wir mal einen umgebracht von den Viechern. Wir. Nicht er. Wir. Und ich wollte jetzt eigentlich schauen, ob ich das hinkriege. Gegen andere Gegner. Ich glaube, der Unhold, das kann ich vergessen. Das ist... Das wäre einfach nur witzlos. Mit dem können wir uns nicht messen. Wo ist er denn? Da hinten steht er. Aber wir können es mal gegen diese Verlorenen probieren. Ansonsten teleportieren wir uns wieder ins Lustdelta und machen irgendwas anderes. Das werden wir dann sehen. So, mal gucken, ob das klappt. Guck mal mit. Oh, okay. Also würden wir Gothic 2 spielen, würde der da unten rumhängen bis ins geht nicht mehr. Der würde überhaupt nicht mehr klarkommen auf sein Leben. Aber der folgt einem recht akkurat. Also da kann man nichts sagen. Das gefällt mir relativ gut. Oh, guck mal, hier sind Leute begraben. Kann man hier wieder plündern? Bin ja Profi im Gräberschänden, deswegen wäre ja ganz nett. Na gut, okay. Aber es wäre auch ein Krampf, wenn sich... Guck mal, der benutzt wirklich sein Jetpack. Wenn es immer weitergeht, Jetpack. Es wäre natürlich ein Krampf, wenn die Gefährten immer noch so abgelümmelt rumlaufen würden wie in Gothic 2 oder Gothic 1. Das wäre ja... Also das könnte man ja gar keinem mehr zumuten. Das geht echt nicht. Also dahingehend bin ich bis jetzt beeindruckt. Also das kommt dann schon ein bisschen an Skyrim ran. Also intelligent waren die Gefährten ja nie, ne? Die Waffengefährten, aber das ist bis jetzt ganz okay. Also der benutzt sein Jetpack. Ist nicht auf den Kopf gefallen, der Gute. So, dann versuchen wir es mal. Ich will ja im Prinzip nur den Bogen. Ich will ja in jede... Ich wüsste, normalerweise könnte ich auch zum ersten, zu der ersten Hauptquest gehen. Aber das macht man nicht. Das gehört sich einfach nicht. Das ist ekelhaft. So, wo sind die Spastis da unten? Komm mal mit runter, Duras. Umdrehen, umdrehen. Gib ihm. Genau. Okay, den macht er auch keinen Schaden. Ach, er ist schon kalt. Er ist bewusstlos. Au, als ob. Renn! Duras, renn! Da rennst du von einem Monstrum ins nächste. Ich meine, so wirklich treuer Begleiter waren wir bis jetzt ja nicht so wirklich. So, man könnte die mal abhauen. Männer! Leute! Hilfe! Ihr seid doch Meisterjäger! Ist da hinten immer noch. Geralt, machen kalt. Lennart, da hinten. Den Viechern zeig ich's. Warum ist vor allem mein Fokus auf Geralt? Was soll denn das? Ah, da verloren. Aber guck mal, die geben dem war richtig. Boah, das ist der zweite. Ah, ne, das ist Duras. Oh!
natürlich schlag natürlich auf Geron und krieg danach die Fresse poliert. Natürlich. Ich wollte den letzten Hit machen. Sonst was. Ich wollte nur Lennart helfen. Der und sein Scheißbogen. Wenn du was, lass es doch sein, ist okay. Ist doch in Ordnung. Aber du was rennt sowieso uns hinterher. Oh Scheiße. Nicht der. Die anderen beiden von mir aus. Ach du Scheiße. Weg hier. Geron, oh großer Jäger. Wir haben da ein noch größeres Problem. Zeugen einer längst vergangenen Zeit? Ich will mal ganz kurz hier, hier kurz abspeichern. In der Hoffnung, dass wir jetzt vielleicht ein bisschen EP abstocken können. Ansonsten lassen wir es nämlich sein. Ich will den nicht anfokussieren. Was ist denn das für ein Bullshit? Zweite von denen. Die Waffe steckst du besser weg. Okay, ich habe jetzt halt nicht die EP bekommen dafür. Aber ich denke, es wird okay sein. Weil das ist mir jetzt eigentlich scheißegal. Das Vieh ist tot. Ich hab's plündern können. Und wie gesagt, Monster spawnen sowieso nach. Aber leider weder ich noch der Duras den letzten Hit gemacht. Schade, aber egal, was soll man machen. Gut, das hätten wir auch ohne Duras hinbekommen, die anzulocken, aber... Ach, da stimmt, die Raptoren. Ne, wir geben es Lennart. Komm, leck mich. Leck mich einfach. Oh, da sind ein paar Pfeile. Hier, dein Bogen. Und in einem Stück? Sehr gut. Ich hätte Wochen gebraucht, um einen neuen anzufertigen. Du hast mir viel Arbeit erspart. Jetzt kann ich mich wieder auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Das hier ist für dich. Also eigentlich ist es ein Trottel und der kann uns eh nicht gut bezahlen. Aber egal. Wer hat dir erlaubt, Lennart seinen Bogen wiederzubringen? Er brauchte ihn, also habe ich ihn geholt. Das war dumm von dir. Jetzt lernt er seine Lektion nie. Ich muss es leider so deutlich sagen, aber mit euch Fremden hat man nichts als Ärger. Okay. Aber das war's jetzt, oder? Ist die Quest erledigt? An sich schon, ne? Idan. Wo ist es denn? Jagdverlust da. Das heißt, ich speichere jetzt mal ab. Lade aber trotzdem noch kurz neu. Ich will nämlich einfach nur wissen, was passieren würde, wenn wir es dem Geron geben, die Waffe. Einfach nur rein. Zum Nachschauen. Aber immerhin haben wir jetzt Duras an unserer Seite und der kann wenigstens gegen normale Gegner mit uns einigermaßen was plätten. Doch, setz dich nicht. Ja, das hatten wir das schon mal. Hier, Lennarts Bogen ist bei dir besser aufgehoben. Hast du das Ding also gefunden? Gut, gut. Es war klug von dir, mir das Teil zu bringen. Hier hast du ein paar Splitter. Dafür ist es abgebrochen. Nee, das ist es mir eigentlich nicht wert. Ja, lieber eine abgeschlossene Quest. Und 800 EP, wohlgemerkt. Als so einen mürrischen alten Sack. Also ich meine, ich bitte dich. Wegen der... Ach, die Raptoren. Genau, wo sind die denn? Ja, guck mal, die erledige ich alleine. Huch, das wollte ich gar nicht. Die erledige ich im Alleingang.
Dann setz mich noch schnell als deinen Erben ein. Egal wie stark du sein magst, das ist nicht nur gewagt, das ist lebensmüde. Lass dich überraschen. Großartig. Lass mich ran, das ist die Quest, von der wir schon einen Raptor gekillt haben. Ah, das sind die erledigten Quests hier auf der Lauer. Ja, das ist genau die. An die können wir uns ja mal ranwagen. Wie gesagt, ein Raptor ist schon tot. Der hatte gar keine Chance. Was tue ich hier eigentlich? Das ist der falsche Weg, du. Krass. Ich glaube, auf dem sein Jetpack ist sowieso unendlich. Also, ich glaube nicht, dass das einfach mittendrin mal abkackt, so wie unsers. Aber dann ist das Raptor-Rudel da hinten, also das, was wir klären sollen. Das passt eigentlich ziemlich gut. Wie gesagt, dann sind wir hier noch ein bisschen länger unterwegs. Aber da können wir mal schauen, ob das mit dem Duras klappt, den der uns im Kampf unterstützt. Vier Raptoren haben wir noch vor uns. Und wie gesagt, wenn die Raptoren eben eine Zusatzbeschreibung haben, dann handelt es sich logischerweise um Questgegner. Ansonsten halt nicht, denke ich mal, ne? In diesem Sinne würde ich sagen, in der nächsten Folge probieren wir das einfach mal. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe nichts verkorkst mit den Quests an sich nicht. Sieht so ein bisschen seltsam aus, dass wir das irgendwie erledigt haben, mit zwei zu sprechen und mit den anderen liegt es noch vor uns. Aber das müsste einfach alles in dieser Quest hier noch zu finden sein. Ja, wir müssen ja noch mit Barin, Rock und Torgal reden. Und dann haben wir das ja auch mehr oder weniger geklärt, denke ich. Allerdings ist Duras jetzt schon mal an unserer Seite und das finde ich eigentlich auch relativ gut. Das heißt, wir können schon mal auf der Lauer erledigen und uns ein bisschen hier um die ganzen Quests kümmern. So, Lennart hat seinen Bogen wieder. Und Geron ist zwar ein bisschen sauer auf uns, aber dafür wird er sich freuen, wenn wir dafür die Raptoren schlachten werden, dürfen, können, tun. Und genau das werden wir in der nächsten Folge tun. Bis dahin. Tschüss.